Aufbruchsstimmung. Und in diese Aufbruchsstimmung hinein mit den Amerikanern und Russen kam die Nachricht, da gibt es eine kleine Firma, die entwickeln eigene Raketen. Und das fand ich faszinierend. There were lots of reports about this very interesting, potentially groundbreaking rocket development in Germany. A story of great interest to the OTROG saga is actually in this magazine. Well, the main idea was, hey, let's build a rocket that is simple in concept and not being so sophisticated that it would be extremely expensive to build. OTROG war der erste private Raumfahrtunternehmen. Orbital Transport und Raketen Aktiengesellschaft. Ich habe gehört, sie werden irgendwann mal eine Rakete zünden und es wird irgendwo in Afrika sein. Und da ist das Land Zaire gefallen. Damals hat man halt zuerst mal auf Karte geguckt, wo ist denn das überhaupt, wo kommst du da überhaupt noch? Ich hatte das Gefühl, das war für die irgendwie so, ja, so die Tür zu irgendeinem Märchenland aufmachen, da in den Busch reinkommen. Nicht? Wenn die ausstiegen, wie die guckten und so, nicht? Dann aus dem Flugzeug. Nicht? The idea of doing it in Zaire geographically made sense. As it turned out, diplomatically, it was a disaster. It didn't make the CIA very happy. Si vous voulez vous lancer dans une opération technologiquement risquée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un venture capitalist et vous allez vous trouver un business angel. Et vous allez aller à Silicon Valley. Mais alors quand votre business angel s'appelle Mobutu, vous ne sentez pas très bon. C'est une histoire de fou. It was also apparent that the program, OTROG, was a personification of the ideas of Lutz Kaiser. If you got a dream and you want that dream to happen, you might do some things that you'd prefer not to do. The establishment thought he was a little rogue. Ja, das war der Kaiser. Entweder der Chef oder Kaiser. Ich hab den dann nie mehr gesehen. I heard one time several years back that he was living in Florida. Also, ich habe damals nur noch mitgekriegt, wie er dann lange Zeit in Kalifornien wohl gelebt hat. Sicher in der Nähe, hinterhin in dem Gebiet halt. Somebody told me just recently that that he was in France as a professor emeritus at some university. France has a launch place somewhere. But they wouldn't let him go there. Eigentlich an mit Lektüre von Büchern, die Werner von Braun geschrieben hat. Ich habe einen Brief geschrieben an Werner von Braun als Schüler, was er denn empfehle, soll ich lieber Astronaut werden oder lieber Raketeningenieur? Da sagt er, als Astronaut bist du viel zu lang und zu schwer, wir brauchen leichte Leute. Und deswegen bin ich dann den einfachen Weg gegangen, weil die Wahrscheinlichkeit, Astronaut zu werden, ist ohnehin sehr gering. Ich verbringe ungefähr 3 Stunden pro Tag im Wasser. Wenn man unter Wasser ist, ist man im Prinzip schwerelos. Und die Raumfahrer trainieren ja auch in Bassins unter Wasser. Wenn man sich also langsam bewegt, dann ist es wie im Weltraum. Musik.
Wir sind hier in der Mitte des Pazifiks, Westpazifik, in Marshall Islands und auf einer kleinen Insel, die sich Bickendrick Island nennt. Das heißt, es ist ein kleiner Strand. Ich lebe hier allein mit meiner Frau und die Insel ist 3 Acre groß. Vor 2 Jahren kamen die Saudis und wollten 1 Milliarde investieren, wenn ich die gesamten Produktionsanlage in Saudi-Arabien aufbaue. Aber das hätte ich nicht überlebt. Da wären zu viele Leute dagegen gewesen. Und ich war auch nicht interessiert, weil es ganz eindeutig, sagen auch, wir machen auch Space, aber es waren natürlich militärische Anwendungen. Das ist das Unglückliche bei Raketen, dass sie diese zweifache Verwendbarkeit haben. Erfolgreiche Flug einer Fernrakete nach 12 Jahren Forschung und Entwicklung. Piep, 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 na. Aber nur piep, piep, piep. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. The Kissing Wing level of high here is down. Ich bin in Stuttgart geboren, am Ende des Krieges, 6 Jahre. Und es war unter uns Jungs ein guter Sport, alte Munition zu sammeln, die aufzuknacken, das Schwarzpulver oder das Pulver da drin in Streifen am Boden entlang zu streuen und dann anzuzünden. Eine sehr gefährliche Geschichte, von der unsere Eltern natürlich nichts wussten. Aber das war nur nach dem Krieg, haben wir Bombensplitter und Munition gesammelt. Das war das Spielzeug, was vorhanden war. Andere Spielzeuge gab es nicht. Mein Vater war Vorstandsvorsitzender der Süddeutschen Zucker AG. Und ich hatte schon als Kind immer die Möglichkeit, sämtliche Berufe zu lernen, Schreinerei, Schmiede, Dreherei. Und das hat mich sehr an der Technik interessiert. Ich habe als Schüler schon eine Studentengruppe gegründet und geleitet. So bin ich dann zum Studium der Luft- und Raumfahrttechnik gekommen. Das war eine sehr aufregende Zeit. Weil es war ja nach dem Besatzungsstatut offiziell verboten, Überschallströmungen zu erzeugen.1965 kam ich an die TU Stuttgart und lernte Lutz Kaiser kennen. Der hatte die AGRR gegründet, die Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt an der Universität Stuttgart. Es war ein vorhandener Bunker, wo wir als Studentengruppe dann Treppen hineingelegt haben, die Treibstofftanks hineingelegt haben, die Leitungen, die Messgeräte. Und dort wurden kleine Flüssigkeitsraketentriebwerke getestet. Im Randgebiet des Stuttgarter Vororts Bad Cannstatt.
wurde das durchgeführt. Heute undenkbar in der Nähe einer Wohnbesiedlung, aber Tag und Nacht haben wir dort unsere Freizeit verbracht. Ja, wir waren die Ersten vor der Industrie, die überhaupt das gemacht haben. Ich hatte dafür eine besondere Genehmigung von der amerikanischen Besatzungsmacht. Sie und Ihre Kollegen sind also die Werner von Brauns von morgen. Wir möchten versuchen, an modernen Problemen, wie sie die Raketentechnik und Raumfahrtforschung mit sich bringt, zu lernen. Die Deutschen? Sie haben keine Raumfahrt gemacht? Was haben Sie gemacht? Sie haben sich damals bei der L-Dose, hieß das damals, also bei der die Europäer haben sich damals zusammengetan, um selber Raketen zu bauen. Hat nicht funktioniert, die sind explodiert und wie auch immer. Es gab damals keine Raumfahrt in Deutschland. Der damalige Wirtschaftsminister stellte nach 2,5 Milliarden ausgegebener D-Mark die Frage, ob es nicht eine wesentlich billigere Methode gibt, in den Weltraum zu gehen. Wir haben uns um diese Studie beworben und haben damals als Studentengruppe schon einen mit 3,5 Millionen D-Mark dotierten Forschungsauftrag erhalten. Am Anfang hatten wir einige Amerikaner mit dazugenommen für die Softwareentwicklung, die vorher im Apollo-Programm gearbeitet hatten. Was sort of the end of the project, and a lot of the engineers was wondering what to do, and that's when I was looking for something else to do, and I found the job in Germany. When NASA had a project, they put 100 people on it. When Lutz had a project, they put me on it. A whole different scale. Jack Friday and myself were the only ones that had real hands-on aerospace experience with a real system that had actually flown. Ja, in Stuttgart an der Universität hatten wir die größte Rechenmaschine in Deutschland, eine UNIVAC 1108. Der hatte ein ganzes Universitätsgebäude ausgefüllt. Those machines, they were just big monsters. Und wir kamen dann mit einem ganz radikalen Vorschlag, nämlich Bündelung einer großen Zahl von kleinen Raketentriebwerken, die in der Serienfertigung sehr billig herzustellen waren. Das Antriebssystem für jedes einzelne Modul besteht aus 36 Flüssigkeitsraketentriebwerken. Durch selektives Abschalten von Triebwerken ist der Schubvektor steuerbar. Dadurch werden teure schwenkbare Triebwerke vermieden. Die Handhabung der Treibstoffe ist einfach und ungefährlich. Wir haben die Prämisse ausgegeben, vorhandene Serienteile zu verwenden. Und so haben wir dann auch zum Beispiel einen Einspritzkopf gebaut, der als elektrischen Antrieb einen Volkswagen-Scheibenwischermotor hatte.
Das hat uns den Ruf eingebracht, die fliegen Raketen mit Scheibenwischermotoren. Aber der diente nur dem Antrieb. Öffnen der Ventile, schließen der Ventile, öffnen, Halbschub, schließen. Genau das, was ein Scheibenwischermotor perfekt kann. Und das war unsere Philosophie. Nicht Hightech, sondern Low Cost. Ich kam 1973 dazu. Wir haben in einer kleinen Gruppe in Stuttgart in dieser Werkstatt eben ständige Verbesserungen gemacht. Das war Feinstmechanik. Wir sind fast 2 Jahre weg nach Lampolzhausen auf der Autobahn gefahren. Im Kofferraum vom Auto ist so ein Triebwerk drin. Das kam dann dort auf den Prüfstand und wurde dann eben getestet. In Lampolzhausen haben wir runde 2000 Brennversuche mit diesem Billigtriebwerk durchgeführt. Das dauerte dann 2 Jahre, bis wir rausbekommen hatten, dass man weggeht vom flüssigen Sauerstoff, vom flüssigen Wasserstoff zu Salpetersäure, weil die Dichte so groß ist und man viel mehr Treibstoff in einer Rakete unterbringen kann. Weil eine Rakete im Prinzip eine Coca-Cola-Dose mit Inhalt ist. Je mehr man in diese Dose hineinbekommt, desto mehr Antriebsleistung hat man. The first time I went out to Lampolzhausen, we were testing an engine, and we were in the blockhouse. The engine was firing and ignited, and we were looking through the thick glass in the blockhouse, and Lutz beckoned me over towards the door, and we went out through the door. Suddenly I was outside, and I probably wasn't 15 feet from that engine. It was very close, and I thought, wow, you know, if this thing ever blew up, that wouldn't be good. That, I don't think, would have ever happened in the States. Somebody would have gotten real trouble. But it was exciting. I enjoyed it. Wir hatten ja dort schon die Zusammenarbeit mit Frankreich. Und die haben immer gefragt, was hier gemacht wurde, weil die hatten Bedenken, ob es nicht als Konkurrenz gegen das Ariane-Programm genutzt wurde. 90% of the time, we felt pretty optimistic. We knew if we got a follow-on contract, in other words, a true development contract to implement the design concepts, that we could make it work if we had the right funding and everything along with that. We felt optimistic about that. Noch Zukunftsmusik, aber bald Wirklichkeit. In den 80er Jahren sollen 20 bis 30 solcher Nachrichtensatelliten durch den Weltraum jagen. Sie werden ständig Fernsehprogramme aus aller Welt in jedes Wohnzimmer übertragen. Die europäischen Länder waren so 1972, 73 dabei, die ESA zu gründen. Und uns wurde dann mitgeteilt, eure Forschung schön und gut, aber wir können es nicht mehr finanzieren. Wir wollen es auch nicht mehr finanzieren. Und damit war kein Platz, diese Geschichte weiterzuführen. Das hat 2 Dinge bedeutet. Entweder man legt jahrelange Arbeit zu den Akten und sagt, okay, das war's dann. Das wollten wir aber nicht. Und Lutz Kaiser schon gar nicht. He had passion, definitely. I mean, he believed in this. This was his dream. And he did whatever he had to do.
Er sagte so, wenn es nicht auf Fördermittel geht, dann machen wir es privatwirtschaftlich. Und wir gründeten eine Aktiengesellschaft, die Botrag. Stuttgart, Technisches Büro der OTRAG, der Orbitaltransport- und Raketen AG. Vokabular für den Fortschritt. Das Besondere an der Raumfahrt ist, sie brauchen richtig viel Geld. Und richtig viel Geld heißt nicht ein paar Millionen, sie brauchen Hunderte von Millionen, mindestens. Ja, Werner von Braun wollte Aufsichtsratsvorsitzender werden, war aber dann so nierenkrank, sodass er dann empfohl, nimm doch den Dr. Debus, der kann das genauso. Mr. Kurt Debus, who worked with von Braun at Peenemünde and later on with the U.S. Army and then NASA, had been the director of the Kennedy Space Center. And he was an old rocket man. C'était un figurehead. Sur le prospectus, ça faisait bien, parce que Debus, c'était un type important. Hein? C'est pas n'importe quoi. Ja, Herr Debus trägt Krawatte. Herr Kaiser im Modell der OTRAG-Rakete. Ja, der Herr Debus, viel Erfahrung vom Mondlandeprogramm. Und der Herr Kaiser, naja, der präsentiert was. Ja. Ich dachte, mein Gott, ist der Mann sexy. Alle Entwicklungen bis dahin von Trägerraketen waren entweder im militärischen oder wissenschaftlichen Bereich von Regierungen durchgeführt worden, mit einem großen Konsortium von Firmen. Und wir standen vor der Aufgabe, mit einer einzigen Firma das durchzuführen. Er hat einen Hauch von Arroganz. Und er hatte einfach diesen Blick, dass er über alles hinweg sehen konnte. Die meisten Leute waren ein bisschen kleiner. Und er meinte, meistens meinte er es gar nicht so, aber er war auch in Gedanken fast nie da. War immer irgendwo. Das zu erklären, wie eigentlich die Rakete aufgebaut ist und wie sie funktionieren soll, ist ja doch ein bisschen schwierig. Das so entstand eben die Idee, ein Modell zu bauen. Es wurden in Stuttgart in dem Augenblick sämtliche Besenstiele, alle Aluminiumrohre gekauft, die auf dem Markt waren. Und so konnten wir ein richtig schönes, anschauliches Modell zusammenbauen. Debus sagte, wir hatten schon ein paar Wein getrunken, und ich sagte, ich weiß, dass das Ding fliegen kann, sagt er. Und ich weiß auch, dass der fähig ist, der Kaiser, nicht? Aber ihr müsst ihn am Reißbrett halten. Das weiß ich noch, wie er mir das gesagt hat. OTRAG, das war halt auch eine Geldeinsammelfirma. Ja, es hat halt auch seinerzeit so Steuerabschreibemodelle. War vollkommen legal und war, ja, wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht. Auf alle Fälle war es eine Kapitalanlagemöglichkeit oder so ähnlich für besser oder Wohlhabende. Was weiß ich, Zahnärzte und ja, die halt irgendwie Steuern sparen wollten. Das heißt, wenn Sie sich mit 1 Million beteiligt haben, konnten Sie 2,6 Millionen steuerlich als Verluste abschreiben. Das Jahrhundertgeschäft aus dem Hinterhof. Als Abschreibungsfirma hat die OTRAG seit 1974 von 1.000 deutschen Sparern 100 Millionen Mark fest angelegte Gelder vereinnahmt. Wir können also mit demselben Einzelbauteil, demselben Tankmodul und Triebwerksmodul kleine, mittlere und sehr große Raketen bauen und allen Anwendern Genüge leisten. Es war ein typischer Startup und es war auch eine typische Crowdfinancing, wenn man so will, mit 1500 Gesellschaftern. Was mir ganz lieb war, es ist angenehmer, viele kleine Gesellschafter haben, so im Durchschnitt von 100.000 D-Mark, die da investiert haben, als einen Großen auf dem Hals zu haben, der einem dann vorschreibt, was zu tun ist.
Wir haben alle so wahnsinnig an das Ganze geglaubt, nicht? Wir waren voll überzeugt davon. Also hat man gesagt, ein Teil deines Honorars, dafür beteiligst du dich auch an der Oper. Nur, ob Kaisers Kostenvoranschlag aufgehen wird, darüber bestehen Zweifel. Das wiederum mag daran liegen, dass in Deutschland ein Wissenschaftler, der das große Geld machen will, oder ein erfindender Geschäftsmann als nicht ganz seriös gelten. Auch wenn es noch keine Serienproduktion gibt und keine große Rakete aus Hunderten von Modulen. Machbar erscheint sie auch skeptischen Fachleuten allemal. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt die Technologie am Prüfstand voll entwickelt. Die nächste Stufe war die Flugerprobung, die wir nicht in Deutschland durchführen konnten aus Versicherungsgründen, weil die Bevölkerungsdichte zu groß ist. Im Jahr 1974 gab es einen sogenannten Jahrhundertboxkampf Rumble in the Jungle zwischen Muhammad Ali und George Foreman. Einer der Männer, der diesen Boxkampf aus New York nach Zaire geholt hat, war Frederick Weimar, ein Geschäftsmann, international tätig, den wir zufällig auf einem Flug kennengelernt haben. Und wir kamen ins Gespräch. Was machst du? Ja, ich organisiere Boxkämpfe unter anderem. Was macht ihr? Ja, wir bauen Raketen, haben aber keinen Startplatz. Und da sagt er, ja, wie wär's denn mit Zaire? Frederick Weimar arrangierte dann kurz danach ein Treffen mit dem damaligen Präsidenten Mobutu Sese Seko. Also ich mochte den, nicht? Aber das ist natürlich, das ist so, die schweben, irgendwann schweben die 20 cm über dem Fußboden. Wie so ein Opernsänger, nicht so ein großer. Ja. Na, er hat sich als der liebe Gott dort zeichnen lassen. Er meinte, die Leute brauchen das. Und wenn es irgendwo was zu verdienen gibt, dann ist der Chef normalerweise mit 10% dabei. Wir nennen das nicht Korruption, sondern das ist das, was uns zusteht. Und er hat damit eigentlich auch recht, denn bei uns geht es ja oft nicht nur um 10% oder Korruption, sondern um 100% oder um 80%. Also das ist moralisch und ethisch eigentlich in Afrika besser als in Europa oder in Amerika. Er sagte, nimm ein Flugzeug und flieg einfach rum und guck, was geeignet ist und such dir ein Gelände aus. Und ich will dann die ersten Beobachtungssatelliten haben, damit ich meine Grenzen besser überwachen kann. The prestige value of having a space launch site in Africa in his own country and the first one to launch satellites from Africa would be attractive in the long range. In the short range, though, money probably talked loudest. Mobutu était un homme extraordinairement corrompu et à l'époque, évidemment, soutenu par les Français, par les Américains, par les Européens de façon aussi plus générale. Car faisant face à l'Angola, où il y avait une présence des pays du pacte de Varsovie. Le Zaïre / Congo, c'est toujours un des pays les plus riches en ressources minières du monde. Et lorsque l'Otrag y va, en 1977, cet immense pays qui est grand comme l'Europe, ce n'était pas un havre de paix et de stabilité, parce qu'il y avait la guerre froide. Und innerhalb weniger Wochen haben wir einen Vertrag geschlossen zwischen der OTRAG und dem Staat Zaire. The final part of the OTRAG deal was a signing and it took place in Badolite and we all flew up as his guests to his home there. He received us and had a very pleasant talk with all concerned. But how long did the final details take? Hours? Oh, no, I would say 15, 20 minutes. Der Vertrag sah vor, unbeschränkte Nutzung
eines Territoriums von 100.000 Quadratkilometern, vergleichbar die Fläche der damaligen DDR. Die hat 104.000 Quadratkilometer. Also ein riesengroßes Gelände, was wir mit unseren 30, 40, 50 Mitarbeitern kaum bewirtschaften konnten. Der Vertrag wurde 1975 geschlossen, unkündbar bis 2025. The Otrak territory covers almost exactly 100,000 square kilometers of northern Shaba, a couple of hundred miles north of Kolwezi and Lubumbashi. Wir haben dann ein Hochplateau in der Mitte dieser 100.000 Quadratkilometer gefunden. Unten am Luhua-Fluss ein brodelnder Dschungel und oben ein Klima wie in der Schweiz im Hochland. Von drei Seiten, ein paar hundert Meter steile Felswand runter, total unzugänglich. Mesmuhila war eine Zwischenstation. Dort wurden unsere kleinen Transportrover und die Einzelteile der allerersten Zelte und bundeswehrähnlichen Ausrüstung, die wir da am Anfang gebraucht haben, die wurden dort gelagert. Und dann von der Mesmuhila ging es mit einem 22-minütigen Hubschrauberflug auf das Plateau. Wir haben dann vom Hubschrauber aus eine Gruppe mit Motorsägen abgeseilt und die haben dann ganz schnell einen 20, 30 Meter im Durchmesser Hubschrauberlandeplatz gemacht und so wurde dann dieses Hochplateau nach und nach urbar gemacht. Heimweh danach, weil es irgendwie fühlt man sich in Zentralafrika zu Hause. Vielleicht ist es genetisch, weil wir vielleicht irgendwann vor ein paar Millionen Jahren dort ausgewandert sind alle. Die Schimpansen auf dem Plateau, die haben sich sofort mit uns angefreundet, haben angefangen Zigaretten zu rauchen und alles zu essen, was wir gegessen haben. Die wollten eigentlich auch Menschen werden. Das ist ganz erstaunlich, wie nah wir eigentlich noch zum Tier sind. Und das kann man in Afrika viel besser beobachten als sonst irgendwo. Kapani Tono, aus der einheimischen Sprache übersetzt, heißt nichts anderes als gespaltener Hintern. Die Eingeborenen, weil sie es von unten betrachtet haben, sah es aus wie zwei Popobacken. Und so ist der Ausdruck geblieben. Die ersten Monate bis zur Erstellung der ersten Wohnhäuser haben wir in großen Safari-Zelte geschlafen.
das Gelände hatte keinen Straßenzugang. Wir mussten also erst die notwendigen Straßen bauen. Herr Löwermann, der die Stevering GmbH geleitet hat, hat dann die Baumaschinen hochgebracht. Ich habe die anfangs für Spinner gehalten. Nicht? Da war so ein, ja, weiß nicht mehr, 7, 8 Leute waren das. Also anfangs, ich habe es selbst nicht erlebt, aber mir hat erzählt, dass die mit Gummihandschuhen und tiefgefrorenem Steak angekommen sind, nicht? Und so, nicht? Um sich nicht zu infizieren. Das war so unwirklich. Nicht, am Arsch der Welt, nicht, wo noch nie ein Mensch war, da gehen die hin und wollen. Und ich habe mir die Leute angeguckt, das waren absolut keine Buschleute. Also das war. Und dann kriegt man ja mit der Zeit der Jahre Erfahrung. Ich denke, Jesus, was wollen die im Busch? Ne? Aber nachdem ich das dann besichtigt hatte und da oben war, hatte ich auch Feuer gefangen. Wo kriegt man so was wieder? Ne? Im Niemandsland was zu bauen. Ne? Capannitono, das ist klimatisch fantastisch. Ne? Nachts wird es sogar kalt. Aber wenn man dann da runterkam, nicht? Unten in die Sümpfe, nicht? Da ging es dann los. Ne? Wir sind mit Geräten und Maschinen und Range Rover, nicht, diese alten Dinger noch gefahren. Und das waren so 370 Kilometer. Das war etwas über 3 Wochen. Also das war schon Knochenjob. Wissen Sie, wenn man über den Busch fliegt oder das im Fernsehen sieht, das sieht alles sehr schön und harmlos aus. Nicht? Das ist ein Paradies. Aber wenn man da drin ist, manchmal mussten wir auch durch Sümpfe. Das ist dann immer ein bisschen komplizierter mit so einem Gerät. Nicht? Also, die Knüppeldämme bauen, nicht? Das hört dann immer ein bisschen mehr auf. Ne? Aber wenn Sie Bulldozer haben, das geht schon. Nicht? Und er hat es dann fertiggebracht auf dieses unwegsame Plateau, eine 4 Kilometer lange Landebahn in den Dschungel hineinzubauen. Dieser Flugplatz tauchte als Luvua Airport auf den internationalen Karten auf. Das heißt, er wäre auch als Notlandeplatz geeignet gewesen. Allerdings hatten wir dort nur sehr bescheidene Feuerlösch und also eine Boeing 747 hätten wir dort nicht löschen können. Neben der Stevering und den Baustellen haben wir noch eine ORAS, OTRAG Range Air Service genannte Fluglinie gegründet. Das waren zwei wunderbare viermotorige Turboprop-Maschinen. Und da haben wir dann alles, was man dann unten brauchte, dahin gekarrt mit den Luft-LKWs. Die hatte ich von der englischen Luftwaffe gekauft. Die haben wir, damit wir sie im Busch wieder finden, feuerwehrrot angemalt. Ich bin ja zweimal mitgeflogen. Ich glaube 18 Stunden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Reine Flugzeit. Mit zweimal Zwischenlandung, mit Auftanken. War interessant.
Es konnte niemand ohne unsere Hilfe dorthin kommen. Also wenn jemand dorthin wollte, dann müssten wir ihn hinfliegen. Ne? Zaire ist ein frankophiles Land, man spricht Französisch dort. Die Einheimischen hatten natürlich kaum Kontakt zu Weißen. Die waren regulär angestellt und haben ein Gehalt bekommen. Wir haben ein großes Zelt offen aufgestellt. Die Mitarbeiter haben dort und die Raketen zusammengebaut. Das war eben ein blau-weißes Bierzelt im Grunde. Zu den Zelten, da haben wir gesagt, die bayerische Botschaft. Die Leute standen teilweise an der Maschine, standen die im Freien. Und dann haben wir aus lokalem Holz ein Gerüst gebaut, um die Rakete aufzurichten. Der eigentliche Startturm war nicht rechtzeitig eingetroffen. Und an mich wurde dann die Frage gestellt, kannst du das? Dann habe ich gesagt, werden wir mal schauen. Balken, Dreieck aufgebaut, zwei 12 Meter hohe Stämme. Das war ein super Gericht. Ich habe den Turm übergeben, habe zu Gott gefleht, lass ihn halten. Ja, es ist so, die hatten einen Architekten da, das war ein wirklich fähiger Mann, der aber so, das war ein Idealist. Unser Architekt hatte Vorstellungen, dass man alles bauen sollte mit Materialien, die es dort gegeben hat. Eine eingerichtete Schreinerei, Motorsägen, mit denen erstmal die Einheimischen ausgebildet werden mussten. Möbel, die Türen, die Fenster haben wir dort gebaut. Ich schätze, um die 12 Häuser waren das. Und natürlich das sogenannte Restaurant mit Küche. Es hatte relativ große Fensterfront, wo man Rausschau gekannt hat, auch eine Terrasse. Innen drin, ich würde mal sagen, war bestimmt 60, 70 Sitzplätze. Wir haben da Gemüse angebaut, wir haben Salat angebaut, haben auch Peanuts, Erdnüsse angebaut, wo man so selber geröstet habe, gesalzt und das Sache haben wir schon gemacht. Wir haben versucht, autonom zu werden, aber die schönen Getränke wie württembergischer Wein und bayerisches Bier, das mussten wir dann schon per Lufttransport einfliegen. Wir hatten dann auch das natürlich wachsende Marihuana und wir haben es auch manchmal abends geraucht, damit man gut schläft. Das ist also das beste Schlafmittel, was man sich vorstellen kann. Eineinhalb Jahre nach Beginn der Arbeiten konnten wir unseren ersten Versuchsstart durchführen. Und dann waren wir schon in Verhandlungen mit verschiedenen Ländern. Da hätten wir dann einige hundert Millionen Dollar verdienen können.
Ja, das war natürlich schon unheimliche Aufbruchsstimmung. Das war, man dachte schon, das wird was, das führt zum Erfolg. Mai 1977. Recht aufregender Tag natürlich für uns alle. Und dann so bei X minus 10 haben der Lutz und ich uns angewöhnt, fest in die Erde mit den Füßen, und dann fängt es an zu schütteln. Und dann fliegt das Ding. Und dann, du hast überhaupt keine Idee mehr, irgendetwas rundherum existiert nicht. Du zählst nur bis 10. Und wenn bei 10 das Ding nur immer fliegt, dann war es ein Erfolg. Ich war so ein bisschen der Film- und Fotomann. Ich habe eine Hasselblatt, die Kamera, die die Astronauten auf dem Mond mit hatten, benutzt. Und die Mitarbeiter waren alle in Deckung gegangen natürlich. Und dann wurde runtergezählt auf 0. Von 10 auf 0. Donnerte in den blauen Himmel über Zaire. Und es war eine Tonne Nutzlast oben drauf mit der Spitze. Die spielen auf 10 Kilometer hoch. Da gibt es eine Feier und vor allem muss man dann, die da beteiligt waren, eine dicke Havanna rauchen. Das hat das Schiff dann persönlich verteilt. Das war schon, sag mal, eine gewisse Auszeichnung. Die Raketen selbst hatten keinen Namen. Haben wir noch nicht gefunden. Ne? Das heißt, ich hatte es mal vorgeschlagen, sie Wotan zu nennen. Abkürzung wirtschaftlicher orbitaler Träger aller Nutzlasten. Aber dann sagten die Leute, nein, das ist Wotan, das kann man nicht machen. Klingt zu nordisch. Aber in Amerika war es üblich, die ganzen Raketen nach alten, vergangenen griechischen und römischen Göttern zu nennen, von Herkules zu Saturn und Jupiter. Und da wäre das, hätte das ganz gut dazu gepasst. À la fin de 1977, je finis mes études à l'ENA. Je prends mon premier poste au ministère des Affaires étrangères, qui à l'époque avait en charge tout ce qui concernait la surveillance et le contrôle des technologies sensibles. Et moi, j'étais amené à suivre cette affaire, à essayer de comprendre d'abord de quoi il s'agissait. The program was taken seriously after these launches because they really had a rocket. It didn't help that one particular clip was taken with high-speed film. I saw that multiple times on American television. The sight is familiar. Countdown, ignition, and liftoff. But this is not Cape Canaveral or a Soviet launch pad. The playing of that particular film at the wrong speed gave the impression of a giant threatening rocket rather than a safe, useful commercial rocket. Bien sûr, la méfiance était au rendez-vous, puisque inévitablement, il y avait le soupçon que peut-être
des forces obscures dans le gouvernement allemand étaient en train d'essayer de contourner les interdictions issues des traités de l'après-guerre en matière d'acquisition et de possession de fusées et, le cas échéant, d'armes de destruction massive. The first evidence of big power interest in NOTRAG came, oddly enough, from space, when satellite tracking stations picked up indications of a Russian spy satellite surveying the area. Almost immediately after OTRAG's first test launch, two Russian spy satellites were launched. But two satellites, Cosmos 922 and Cosmos 932, displayed ground tracks running directly over the OTRAG area. Wir waren weit weg vom Schuss. Und da war ja, ich habe eigentlich nichts weiteres mitgekriegt. Da oben war eigentlich die Welt noch in Ordnung. Ich habe dann selber Wurst gemacht, Fleischkäse, weiße Bratwurst oder Weißwurst, Grillwurst. Ich habe auch eine feine Salami haben wir alles auch gemacht, ja, Krakauer, ja, Fleischwurst. Und das ist auch sehr gut angenommen worden. Ne? Auch eine Hausmacherwurst wie eine Blutwurst und eine Leberwurst, die waren natürlich der Schwarte machen, die waren natürlich auch mit meinem Redakteur drin. Ne? Dann einen Räucherschrank gebaut, wo wir dann auch geräuchert haben. Wenn man ja Fleisch gebraucht hat, haben wir halt mit dem Hubschrauber haben wir wieder mal so ein Gnu oder so an die Lobe geschossen. Was ich probiert habe, ist eine Wildsalami mit Antilope und Wildschwein. Wildschwein hat es auch viel gehabt. Für mich war es reines Abenteuer. Richtig Abenteuer. Dann kam ein ganz normales Aluminium-Baustellengerüst. Auch wieder ein Teil unserer Philosophie. Keine komplizierten Starttürme, 120 Meter hoch wie bei der Saturn V, sondern ein normales Gebäude, Maurer, Baugerüst. Die gelben Anzüge sind entstanden, weil die zweite Frau von Lutz Kayser runterkam und die Mitarbeiter in Badehose, in Shorts, in T-Shirts sah und sagte, das kann nicht auf ein Foto kommen. Frank, ich besorge Uniform und dann machst du schöne Fotos mit den Uniformen. Diese Overalls fand ich super. Ich fand es eine tolle Aufmachung. Auch die Bilder immer, die da kamen mit der Rakete, wo die ganzen Techniker da unten standen und auf die Rakete hochgestarrt haben, das war schon beeindruckend. Die haben wir gar nicht häufig getragen. Es war viel zu warm, aber wenn halt gefilmt und Bilderwoche ist, dann hat man halt die gelben Dinger auch ziehen müssen. Und hat dann auch gut ausgesehen, aber gearbeitet haben wir eigentlich in kurzer Hose. Es war Herr Kayser immer wichtig, dass ein guter Teamgeist herrscht. Also wir haben mit ihm zusammengearbeitet, hat man nie irgendwie das Gefühl gehabt, er will einen fertig machen oder so. Da ist man mit voller Lust da ehrlich hingegangen zu arbeiten. Das hat er fertig gebracht. Also Kayser war sehr groß, sah blendend aus, ein ausgesprochen toller Typ. Und dem sind auch die Frauen nur so zugeflogen. Das Geld hat er gern ausgegeben, nicht für Technik. Ja, und er war gut im Kapital einsammeln.
Und ist ja nicht ganz Playboy, aber ein angenehmer Lebemann. Ja. Er war nicht unangenehm. Er war mal da, 2-3 Tage, ist dann wieder weggeflogen, war dann vielleicht wieder eine Woche unterwegs, ist dann wiedergekommen. Es war schwer zu durchschauen. Da ging ja das los mit den Learjet-Fliegerei. Da immer das Flugzeug voll, der Rothschild-Sekt gehabt, da. Flasche da, 150 bis 200 Mark oder was gekostet. Er hat sehr, sehr schwer gearbeitet, seit er praktisch 16, 17 war. Und das war sein erster Ausflug praktisch ins Relaxen, in irgendetwas anderes zu sehen und nicht an der Rakete zu arbeiten oder mit seinen Technikern oder sonst was. Und es ist ja auch sehr verlockend für eine Zeit lang. Lutz Kayser, 43 Jahre alt, eine der schillerndsten Gestalten innerhalb der internationalen Raumfahrtindustrie. So ist er unter anderem Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der OTRAG. Ziel dieser Firma ist es, Satelliten gegen entsprechendes Entgelt in eine Umlaufbahn zu transportieren, ohne Rücksicht darauf, wer zu welchem Zweck diese Satelliten hochgeschossen haben will. Kayser said he would launch spy satellites for anybody. And that was of serious concern to both the US and the Soviet military reconnaissance programs. They knew about each other's programs. They did not like the idea of other countries having the same pictures as they were getting, because they were things that they couldn't hide from each other, but they wanted to hide from the rest of the world. The French government as well wanted the rocket program shut down. They were the primary contributor to the Ariane commercial launch system. So anything that would distract from their business was something that the French would be very eager to strangle. Cet homme est-il dangereux? C'est la question des questions. Charlatan pour les uns, génie pour d'autres, Kurt Kayser est la figure la plus controversée des lancements dans l'espace. Hätte sich nicht Moskau und Ost-Berlin und Paris da eingeschaltet, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Aber diese politische Bedeutung hat man eindeutig unterschätzt. Herr Kayser, wie ernst werden Sie eigentlich genommen von der internationalen Raketenfachwelt? Es wäre uns manchmal lieber, wir würden weniger ernst genommen, insbesondere auf dem politischen Gebiet. Was befürchten denn die Gegner Ihres Projekts oder diejenigen, die Sie angreifen? Mit dem Argument, wir würden Waffenentwicklungen betreiben, wollen Sie offenbar verhindern, dass eine private Dienstleistungsfirma für Länder der Dritten Welt Satelliten, also Nachrichtensatelliten, und Aufklärungssatelliten in den Weltraum transportiert. Für solche Satelliten besteht ein großer Bedarf in der Dritten Welt. Und diese wurden bisher nicht von den Großmächten an Länder der Welt weitergegeben. Die OTRAG wollte sich der Kontrolle des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen unterstellen. Was kann man denn mehr machen? Das ist die oberste Behörde. Das wurde alles abgeblockt. Jetzt entsteht die zweite deutsche V2. Ein ehemaliger Chefredakteur der New York Times, Ted Schulz, hat im Mädchenmagazin Penthouse einen Artikel veröffentlicht, die Deutschen würden geheime Cruise Missiles im Auftrag der Bundeswehr in Zaire testen. This is the magazine that Schulz published, Historian. And in it, there's a two-page spread of a painting allegedly showing a cruise missile flying over, in fact, giraffes. What's cute about it is they put all the right symbols on there.
Et bien sûr, une très belle croix de fer sur le fuselage. On était dans un monde de fantasmes et extraordinaire. Mais c'est vrai que les savants étaient réels, comme les girafes sur la photo. This was imaginary, but it was imaginary in a very deliberate purpose and did a lot of damage and in fact killed a lot of people. It was at the point actually where additional invasions of Zaire were being planned and justified by the existence of this alleged military test range. Certainly, given the scarcely concealed military character of Otrag, and given that Otrag occupies part of the territory of Zaire, it follows that Otrag is an enemy that must be removed. The guerrilla plan was simple. Establish a foothold in southern Shaba, then move north to smash Otrag. Da kriegt man natürlich schon Angst, dass man da ermordet wird. Dans le sud du Katanga, il y avait les événements de Kolwezi. Je vous rappelle, 800 Européens pris en otage par des éléments armés soutenus par les Cubains et venant dans l'Angola. La ville de Kolwezi est toujours entre les mains des ex-gendarmes katangais. La France envoie la Légion étrangère pour sauver la plupart des otages. On perdra plusieurs soldats dans cette opération incroyablement dangereuse. Et pendant ce temps-là, vous aviez les tontons flingueurs qui étaient en train de faire leurs travaux pratiques avec leurs fusées. Et sur le territoire zaïrois, des groupes isolés de rebelles entretiennent un climat d'insécurité autour de Kolwezi. Das war ein ziemlich brutaler Guerillakrieg und da hieß es dann plötzlich, die Deutschen bauen da Raketen für Mobutu und fühlten sich bedroht. Nicht? Dann ging es über Radio und alles, nicht? Sie geben uns 3 Monate Zeit und ansonsten stürmen sie das Plateau und bringen die Leute um. Nicht? There was one main route that Otrag feared the rebels would use. It's the road that runs north from Kolwezi into the heart of the zone. 15 hours a day, Otrag planes patrol the route. What they couldn't do was search for infiltrators who might already be in the area. The plan, if a guerrilla attack seemed imminent, and that would almost certainly be at the time of a rocket launch, would be that Otrag would assemble every conceivable plane at that end of the runway. An alarm would sound. The Europeans would get on board as fast as they could, and it's reckoned that every white could be off this plateau in 29 minutes flat. Die Gelassenheit, die wir vorher hatten, die war weg. Die wollten dann die Leute da oben bewaffnen. Nicht? Ich habe gesagt, das ist doch verrückt. Nicht? Das ist, erstmal sind das keine Fachleute nicht? Und das ist ja für uns gefährlicher als für jemanden, der uns bedrohen will. Nicht? Wir brauchten einige Leute, die für die Sicherheit zuständig sind. Oui, donc ça, c'est le deuxième rep. Ça représente que la mort. Tête de mort, oui. Donc ça va, tout est relié. Hein? Donc tout ça c'est fait avec des aiguilles, c'est pas fait par des machines. Hein? Wir haben Sicherheitsvorkehrungen angetroffen in Form von Sicherheitsbeauftragten. Et là, pour arriver à transpercer là, c'est du béton. Hein? Donc il faut que presque prendre un marteau pour enfoncer les aiguilles. Hein? Ça fait très 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 mal. Et dès que ça touche le cœur, donc vous risquez votre peau. Es waren 3 ehemalige Fremdenlegionäre. Vous savez, moi j'ai une machette hein, qui est toujours aiguisée. Je les découpe à la machette avec un plaisir. Hein?
J'ai un couteau corse qui est long comme ça. Parce que nous, on est armée blanche, hein. On est, parce que tuer quelqu'un avec un pistolet, c'est pas tellement rigolo, hein. Nous, les commandos, on est armée blanche, hein. Das waren alles keine Leute, die, denen ich zutrauen würde, dass sie jemanden persönlich mit dem Messer erstechen. Ja. Aber auf die Entfernung kann das sein, wenn sie beauftragt waren, dass sie das getan haben. Ja. Ich habe sie nie genau danach gefragt, das hat mich nicht interessiert. Ach, das waren ganz, ganz manierliche Leute. Es waren der eine, wie gesagt, der eine war Scharfschütze, der hatte alles getroffen, was sich bewegt hat. Ma première impression, quand je suis arrivé sur le plateau, bah, j'ai vu que c'était pas tellement sérieux parce que quatre anciens légionnaires pour protéger une base des fusées, c'est quand même pas trop sérieux. Hein. On aurait pu limiter les dégâts, comme on dit, mais c'est tout. Avec des petites armes, on avait que deux Kalachnikovs, hein, quatre fusils de chasse et c'est tout, et un pistolet, c'est tout ce qu'on avait, on n'avait rien. Les démarches, c'était tout de suite d'instruire la garde noire que mon copain Raphaël Tiani avait formée. On avait à peu près 30 personnes, en parlant comme ça avec les Noirs même, que les gens ils arrivaient pour se faire embaucher comme militaires. Et c'est comme ça que j'ai fait moi-même ce groupe d'autodéfense. J'avais deux uniformes que j'avais fait acheter en Allemagne. Des trucs militaires réformés de l'armée militaire. Et c'est comme ça qu'on a équipé pour faire voir que c'était des militaires. Mais ce n'était pas des militaires. C'était surtout pour montrer, pour s'assurer que c'était bordé. Et la nuit, maintenant, de partout, dans les bungalows, un bout de partout, on mettait des gardes. On faisait allumer des feux afin qu'ils pouvaient dormir tranquille. C'est si simple que ça. Mais on n'avait pas d'armes. J'avais pas d'armes. Moi, oui, j'avais d'armes. Mais les autres, non. Parce qu'on n'avait pas confiance. Qu'est-ce que j'avais? Im Allgemeinen hat es schon dazu beigetragen, dass man sich etwas sicherer gefühlt hat. Das war schon positiv. Die Legionäre haben ihren Job gemacht. Wir wollten ja nicht mit einer Maschinenpistole unterm Kopfkissen einschlafen. Die Legionäre sind Abenteurer, die sich fast allen Situationen sehr gut anpassen können. Sie sind einfach sich nicht so sehr waffentechnisch geschult, sondern gerätetechnisch. Sie müssen alles können. Ja. Start angekündigt. Irgendwie hat der Gouverneur von Lubumbashi davon erfahren und hat dem Mobutu das erzählt, dass wir am so und so vielten einen Start planen. Und dann stand er plötzlich morgens mit seiner Hercules auf unserem Flugplatz. Und das war sehr interessant und nett. Und der hat auch Sauerkraut und Bratwürstel bekommen.
Mobutu brachte seine Großfamilie mit, brachte seine gesamte Regierungsmannschaft mit, den Verteidigungsminister, den Innenminister und eine Vielzahl von Journalisten aus aller Welt. Mobutu visited the rocket base either to encourage them to stay and keep paying him or to use the rocket base to defend his decision to let them in. Comme vous le voyez vous-même, nous sommes sur ce plateau, une terre inculte. Le coin est inhabité. Sur le plan disons scientifique, ça profite aux Haïts. Vous avez 200 mains d'œuvre utilisées ici, tous des Haïrois, plus 40 scientifiques allemands. Moi, la présence ici de l'Outrac, ça ne me gêne pas, ça ne me dérange même pas. Bien au contraire, ça profite à mon pays. Et au milieu, comme en crayon, la fusée qui est posée sur une petite chaise. Et la fusée, maintenant, elle est en train d'être ravitaillée avec les probables. Elle est bien assise sur sa chaise. Hein. Elle est bien assise sur sa chaise. Alle Stationen, X minus eine Minute. All stations, X minus one minute. Reduzierventil 3-4 eingestellt. Reduzierventil 3-6. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, c'est ton résultat quand même. Hein. Il y a vu une vanne qui n'a pas marché. Le Bouddha. Il est bien. Non, elle est partie trop comme ça. Hein. Il faut qu'elle le fasse comme seulement comme ça. C'est une vanne dans les guidages. Hein. Il faut les changer. Hein. Oui. Le système de propulsion a très bien marché, mais c'était les guidages. Ah oui, propulsion, elle équipe bien. Bon, on va prendre les éviniers. Dans une demi-heure, on aura tous les résultats. Dès lors que ce tir important, puisqu'il était en présence de Mobutu, avait raté, ça renforçait bien entendu la main des Français, des Soviétiques, des Américains, peut-être des Allemands, et pour convaincre Mobutu d'arrêter une opération qui allait finir par lui porter tort. Et donc l'affaire de l'Otrag a dû commencer à apparaître aux yeux de Mobutu comme étant une source de problèmes plutôt qu'une source de solutions pour lui. Ich war bei einer Konferenz in Brüssel und plötzlich sagten mir die Fernsehleute, wir müssen dich aufnehmen, das ist ganz was Wichtiges passiert, der Mobutu hat euren Vertrag gekündigt. L'affaire de Colvisy avait démontré qu'il était totalement dépendant du soutien militaire
occidentale et ce soutien militaire, il était essentiellement français. Donc si les Français disaient non, ben, ça allait finir par être non. Et en 1979, l'OTRAG replie sa tente. Was sollte man tun? Es gibt kein vernünftiges internationales Schiedsgericht dafür. Und wenn man da prozessiert hätte, dann wäre nach ein paar Jahren hätten wir das gewonnen, aber damit wäre die Finanzierung nicht mehr da gewesen. Mobutu soll auch, aber das ist in Anführungszeichen, soll dafür Waffenhilfe, Geldhilfe bekommen haben. Und das war das Ende der OTRAG in Zaire, 1979 im Sommer. Er hat uns gesagt, ihr könnt in Ruhe abbauen, aber keine Raketenstarts mehr. Dass man am Schluss noch mal ein, zwei Tage irgendwo was zusammen macht, egal, einen Ausflug, ein Motorrad, in den Busch oder sonst was. Die sind dann auf die Idee gekommen, wir fliegen ein Boot, sind ungefähr so 80, 90 Kilometer Entfernung, ein See, und fahren den Fluss runter. Das war drei Wochen, bevor wir abgezogen sind. Und von oben sieht das halt richtig schön aus. Und dann haben wir gedacht, wenn wir da jetzt mit dem Paddelboot schön da sich runtertreiben lassen kann bis unten, dann wäre das bestimmt nicht schlecht von dem her. So angenehm und ein bisschen Faulenzer dabei. Das war ein großes Schlauchboot, so für ca. 8 Personen. Die wollen ihn mitkennen, die wollen nicht wollen, ihn halt nicht mit. Ich natürlich jung, will da natürlich mit. Waren alle ganz gute Laune. Der Fluss war sehr wild, also da hat es ja, schon große Wellen gehabt, die man am Anfang nicht so gesehen hat. Liga halt. Wir haben auch eher gelacht, wenn Wellen gekommen sind, und das Boot hat kräftig gewackelt und gemacht und ist dann halb voll mit Wasser gelaufen. Das hat auch jedem Spaß gemacht. Ein paar waren nicht so gut drauf, weil das Wasser ist ausgegangen und hat man halt das Wasser vom Fluss getrunken, was wir alle gewusst haben, dass man dann eh wieder Durchfall kriegt oder irgendwas. Aber bevor du halt nichts mehr hast zum Trinken, dann tust du halt Wasser vom Fluss trinken. Dann sind zwei Stück, die sind dann mit dem Motorrad entgegengekommen. Die haben wir schon besprochen, dass die kommen. Oder hat er halt gesagt, er hat keine Lust zum Zurückfahren. Und dann habe ich halt gesagt, dann fahre ich halt zurück mit dem Motorrad. Gegen Abend sind die Schwarzen gekommen und gesagt, da liegt ein Boot, das unser sei. Ich habe einen Helikopter der Société de l'OTRAG und einen der Armee Zairoise. Survoler le fleuve, mais très bas. Parce qu'il n'y a pas d'armes, il n'y avait pas beaucoup d'armes, mais on voyait bien, on voyait. On avait même des jumelles, on avait, mais ça ne servait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de petits ruisseaux qui partaient de partout, ils partaient. Et ça, c'était de compliqué. Pour ça, on n'a pas pu tous se retrouver, pas tous. Thank you.
pour récupérer les corps, il n'y a que Raphaël Gianni, c'est tout. Les autres, personne ne m'a donné un coup de main. Il n'y a que tous les deux qu'on a pris les risques. Dann da im Wasser drin, schwarze Körper, so. Und also furchtbar, darfst du da gar nicht dran denken. Ja. Wir waren ja eigentlich eine ziemlich eingeschworene Truppe. Es waren lauter Freunde, die da ins Leben kamen. Nicht nur Arbeitskollegen, sondern es waren wirklich Freunde. Und dass die dann halt ums Leben gekommen sind und ich da als einzigster Überlebender bin. Das ist halt etwas, was ich bis jetzt noch nicht weiß, warum. Schon, dass der halt aufs Boot ist, aber warum, dass das gerade sich so ergeben hat. Ein bisschen Glück muss man haben. Du kannst dich überhaupt nicht erklären, wie sowas passieren kann. Le plus grand danger dans le fleuve, c'est les hippopotames, parce qu'ils sont dans les cascades et ils sortent à l'improviste et ils vous renversent le bateau. Je pense que c'est ce qui a dû se passer. Mais il y avait bien un hippopotame en mort, hein. Ça, je peux vous le garantir. Hein. Peut-être qu'ils lui ont tiré dessus, allez, là, on ne peut pas savoir. Den einzigen, den man nicht gefunden hat, das war dann mein Mann. Da hat man auch nie mehr was davon gehört. Er war dann einfach unauffindbar. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart hat versucht, das zu untersuchen, aber die haben es dann relativ schnell aufgegeben. Der Verdacht, dass irgendein Geheimdienst dahinter stand, war immer da und konnte auch nicht entkräftet werden, aber kann auch nicht bewiesen werden. Also ich denke, das hat der Firma Ottrock schon auch, kann man sagen, einen gewissen Genickbruch gegeben, diese sieben Techniker, die da auf einmal umgekommen sind. Wir haben auf dem Plateau einen sehr großen Findling aufgerichtet. Das war schwere Arbeit, weil wir die schweren Geräte nicht mehr hatten. Und dieser Stein steht nach meinem Wissen heute noch. People like Kaiser to keep pushing the envelope and pushing the technology beyond where it's even rationally plausible, because we have to find out where that boundary is. And doing a project like Ottrock, for all the consequences of it, the inadvertent consequences and sometimes fatal consequences to people involved, space technology is by nature a life-threatening technology. It is so difficult to build a rocket to get into orbit with any useful payload. You have to cut corners everywhere you can. But knowing where you can and can't cut corners remains a question for human judgment and human folly.
Dies ist die erstmals gelungene Simulation auf dem Computer, wie ein Stern in einer Spirale in ein schwarzes Loch fällt und dann vom schwarzen Loch über den Ereignishorizont gefressen wird. Ein originaler Raketentank aus unserem Flugversuchsprogramm. Wir haben diese Module entwickelt, die dann aus Einzelteilen wie aus einem Lego-Baukasten zusammengebaut werden. Und die gesamte Rakete kann von 3 Technikern zusammengebaut werden. Zehn.